Wo geht's nicht lang? Was ist das? Was sind denn das für Dreiecke? Dreiecke auch noch. Okay, dann muss ich erstmal rüberspringen. Und dann würde ich sagen, ich kann keine Kamera. Nein, darüber. Ja. Aber wenn ich die Kamera nicht steuern kann, dann kann ich ja auch die Richtung nicht so richtig steuern. Das ist ein Scheiß. Ignorieren ist das Beste. Markieren. Schon wieder ein Biber. Hau! Ich freue mich, dich zu sehen. Ich freue mich auch. Auf der Wiese mit den roten Pilzen findest du eine Gruppe Dachse. Sie stampfen andauernd auf meinen Pilzen herum. Treibe sie auseinander und bring sie in ihren Bau. Und wie soll ich das tun? Das ist ein Kinderspiel. Spring auf den Rücken von Mama Dachs, die größte der Meute, und treib sie voran. Die anderen werden ihr folgen. Wie du willst. Ich werde es versuchen. Kau. Kau war eine Diskettenmarke. Ganz sicher. Hatten die auch nicht irgendwas mit Kangaroo? Ist das eigentlich ein Werbespiel? Über Kau-Disketten? Ah, wer kauft heute noch Disketten? Von wann ist das Spiel? Wo soll ich hin? Na, es geht ja nur nach hier irgendwie neu. Und dann soll ich Mama Dachs auf den Rücken springen. Das ist die größte von der Meute. Bist du Mama Dachs? Geht's nicht rein. Ah, irgendwie in die Nähe kommt, dann wird es trotzdem eingesammelt. Aha. Ich komme auch nicht runter, ne? Also springen oder sowas verlassen gibt es nicht. Ja, dann muss ich wohl. Ja, Mama Dachs wird mir den Weg weisen. Hast du mir was zu erzählen? Du musst alle kleinen Dachse in ihre Baue treiben. Okay. Dann treibe ich mal. Ja, eingetrieben. Noch eingetrieben. Mama Dachs hat eine Brille auf. Mama Dachs guckt nicht mehr so gut. Nee, nee, du musst da lang. Ja, ja, genau. Nein, nicht wieder zurück. Du willst in dein anderes Loch, oder? Du kommst doch nicht vorbei. Geh da rein. Ja, genau. Ich schenk dir eine Diskette. 5,25 Zoll. 360 Kilobyte. Drücken Sie die Aktionstaste, um zu sprechen. Alle kleinen Dachse in ihre Baue treiben. Ja, das habe ich doch schon gemacht. Ach, jetzt bin ich auch wieder befreit von Mama Dachs und kann mich wieder ganz normal bewegen. Komme ich denn auch da hoch? Ja, ich komme jetzt auch da hoch. Komme ich denn auch noch höher? Nein, komme ich nicht. Nur an die Dachsen Hallo sagen? Geht nicht. Darum ist hier nicht nein. Was sind das eigentlich für komische Stachelpflanzen da? Ja, und jetzt? Soll ich wieder zurück zum Biber oder was?
Wahrscheinlich schon. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht sagt er, ja, danke, dass du mir die Dachse eingetrieben hast. Hey, Biber. Da muss es da doch weitergehen. Die Kamera spackt gerade wieder. Das ist doch... Ich will da wieder drauf springen, aber es geht nicht, weil die Kamera so scheiße spackt. Das scheint irgendwie ein frühes 3D-Spiel zu sein. Und die Engine ist irgendwie nicht so perfektioniert noch nicht. Ach, da war ich ja noch nicht, auf der Seite. Da muss ich bestimmt hin. Ups. Muss ich jetzt das blöde Duckspiel nochmal machen? Aha. Gibt's da... Geh ich da runter? Ich mochte aber einen langen Hals. Da muss es hier lang gehen, oder? Und hier geht's... Da oben lang? Hier oben lang? Aber das ist doch eine Münze, da muss es doch lang gehen. Vielleicht muss ich über... Die... Das könnte sein, dass ich auf den Pilz drauf muss und in die Pilze lang hüpfen. Ja, das könnte sein. Ach, gut. Ja, guck mal, hier ist der kleine Pilz, mit dem fangen wir an. Hopp! Jawohl. Und der Pilz. Und der Pilz. Und dann geht's mit dem Pilz weiter. Und hier gibt's Pilze. Oh, Pech gehabt. Bitte fangen Sie wieder von vorne an. Nein, zertrümmern Sie Ihren PC nicht. Nein, schmeißen Sie Ihren Controller nicht gegen die Wand, sodass er in tausend Stücke zersplittert. Beweisen Sie Geduld. Fangen Sie einfach wieder von vorne an. Nach ein paar hundert Durchläufen werden Sie es schaffen. Dann haben Sie genügend Übung. Ansonsten immer wieder von vorne anfangen. Ah, da habe ich einfach... Soll ich es riskieren? Nochmal zurück. Ah, ist gut gegangen. Schnell, schnell, der große Bär kommt. Ach, ich will eine Glocke, ich will eine Glocke. Nächste Ebene, komm, nächste Ebene, die Flucht. Der große Bär. Vorsicht, Kau, um den Bären zu entkommen, musst du die Bonussprungfedern einsammeln. Die Geldmünzen zeigen dir den Weg. Aha, Kamera, du nicht darfst. Kamera, du nicht darfst drehen. Da muss ich erstmal eine Idee kriegen, wo es hier überhaupt lang geht und wann ich springen muss. Eieiei, da muss ich ein paar Mal spielen. Vorsicht, Kau, um dem Bären zu entkommen, musst du die Bonussprung. Ah, ein paar Münzen vergessen, das macht aber nichts. Tja. Die hol ich mir halt jetzt. Ich muss immer auf dem Weg bleiben, oder? Für die Sprungfedern auf jeden Fall, immer auf dem Weg bleiben. Ja. Oh, gute Reaktion, dass man auch springt. Naja, der Weg hat... Wo bin ich denn? Der Weg hat aufgehört. Jo, nächster Versuch. Für die immer auf dem Weg. Eigentlich immer auf dem Weg bleiben hier. Auf dem sandigen Weg. Ja, und wenn der aufhört, muss man eigentlich springen.
Aber auch nicht sofort, warte mal. Aber irgendwann, wenn der aufhört, ist ein Zeichen, dass man gleich springen muss. Schwieriger? Willst du mich verarschen? Das war sowieso schwierig. Okay. Okay. Renn, kleines Känguru, renn! Renn, renn! Ah, hätte ich springen müssen. Zumindest muss ich mir den nervigen Bienengesums nicht wieder anhören. Dazu geht's auch. Hey. Noch ein Loch. Ah, da muss man schnell reagieren mit den Löchern. Oi. Blup. Blup hat er gemacht. Und schon geht die Action weiter. Dasselbe Spiel noch einmal. Höchste, höchste Konzentration. Gab raus, richtig gute. Der hätte ich ein bisschen nach links lenken müssen. Oh, richtig gute Reaktionsfähigkeit hier. Vorbei, da rechts vorbei, springen, springen, springen. Ja, dann zu weit nach rechts. Eher links, eher links. Irgendwann bastle ich mir mal so einen programmierbaren Joystick. Oder so ein Interface, das aufnimmt, was ich spiele. Dann drücke ich eine Taste und dann spielt er das ab. Und dann spiele ich von allein weiter. Aber dann musst du auch den Einsatz dann. Ist auch schwierig. Da musst du ja immer den Einsatz wiederfinden. Was ist denn für ein Checkpoint? Gibt es irgendwo einen Checkpoint, wo ich abspeichern kann? Ich hab mich schon wieder verarscht. Vielleicht kann ich auch ganz spät abspringen und geradeaus durch. Weil das ist so scharf. Scharf links. Voll reingefallen. Ich vor lauter darauf achten, habe ich meinen Einsatz verpasst. Ich muss einfach nur auf den Pilz, dann springe ich da von alleine. Was soll denn das? Also wenn dieser Pilz, siehst du, da springt man von alleine. Da muss man gar nicht. Also ich renne jetzt auf den Pilz. Ja, jetzt habe ich
Mein Einsatz da verpasst. Kann ich auch einen Doppelsprung machen? Hier kann ich nur einfach Sprünge machen. Und Pilz einfach weiterlaufen bei einem Pilz. Einfach, ja, aber auch schon auf den Pilz drauflaufen. Es ist doch irgendwie schnell. Aber hey, das ist zu schaffen, man muss sich nur konzentrieren. So schwierig kann es auch nicht.